Ich möchte ganz gerne meinen roten Faden vorstellen. Roten Faden als Mindmap. Was erwartet euch hier für angehende Steuerfachwirte? Was habe ich in petto für Steuern 1, Steuern 2 und Rechnungswesen? Ja? Was haben wir hier zum Beispiel? Überblick Jahresabschluss des Handelsrechts oder Nachhandelsrecht. Ihr habt ja Handelsrecht, ihr habt ja Steuerrecht, ihr habt dann die Jahresabschlussanalyse und natürlich das Gesellschaftsrecht. Das heißt, eine Mindmap bei mir ist hier eingeteilt, ne, in zum Beispiel Ansatz, Ausweis, Bewertung, die relevanten Punkte, also die man hier benötigt, und teilt das Ganze dann ein, beziehungsweise gliedert das Wissen auf, das ihr benötigt. Ja, will sagen, hier auf mehr als 100 Seiten das Nötige, was ihr braucht, zum Ansatz, zum Ausweis, zur Bewertung, ne, das zum Rechnungswesen nach Handelsrecht. Was habe ich beispielsweise bei Gewerbesteuer? Bei der Gewerbesteuer, ja, muss man ja das Schema hier verstehen. Gewinn aus Gewerbebetrieb, dann Gewerbeertrag, ja, die ganzen Sachen, Ermittlungsschema der Gewerbesteuer haben wir hier, Besteuerungsverfahren, Steuerobjekt, wer also hier überhaupt ein Gewerbebetrieb ist, beziehungsweise was ein Gewerbebetrieb ist, ne? Und die Befreiung von der Gewerbesteuer und so weiter. Und dann natürlich hier dann das Entscheidende, das Ermittlungsschema der Gewerbesteuer. Das heißt, ihr müsst den Jahresabschluss nach Handelsrecht ausrechnen, den Gewinn aus Gewerbebetrieb nach den inner- und außerbilanziellen Korrekturen, dann die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen, die gewerbesteuerlichen Kürzungen hier verrechnen, ne, um dann nach der Rundung, nach dem Freibetrag und so weiter und so weiter, schließlich auf die tarifliche Gewerbesteuer zu kommen. Das wäre also beispielsweise dann hier aus Steuern das zur Gewerbesteuer. Die Jahresabschlussanalyse, ne, die es aus dem im Bereich hier des Rechnungswesens gibt, dann auch und so weiter und so weiter. Das heißt, alles Mögliche hier als Mindmap zu Steuern 1, Steuern 2 und Rechnungswesen, was ihr für eure Prüfung zum Steuerfachwirt benötigt. Ich würde sagen, bis dahin viel Erfolg beim Lernen und viel Spaß in der nächsten Prüfung.